BB1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt herzlich willkommen. Einen kompletten personellen Neuanfang gab es in den vergangenen Monaten am Universitätsklinikum Tübingen. Jens Maschmann löste Michael Bamberger als leitenden ärztlichen Direktor ab. Ebenfalls neu sind seine Stellvertreterin Ulrike Ernemann und die ehemalige Tübinger Bürgermeisterin Daniela Harsch als kaufmännische Direktorin. Auch in den einzelnen Kliniken war das vergangene Jahr von Stabwechseln geprägt. Insofern wurde die erste Jahrespressekonferenz der neuen UKT-Führung mit Spannung erwartet. 7 neue ärztliche Direktoren kamen im vergangenen Jahr ans UKT, zusätzlich zu den Wechseln im Vorstand. Die Bereiche reichen dabei von Kinderheilkunde über Urologie bis AVT-Chirurgie. Ja, das meiste ist altersbedingt. Also die Demografie geht auch an unserer Einrichtung nicht spurlos vorbei. Und die Berufungen sind ja dann in der Regel zeitnah. Und wenn es dann eine Kohorte gibt, die halt vor 20 Jahren auch hintereinander wegberufen wurde, dann ist es 20 Jahre später an der Zeit, dass das sich wiederholt. Und so war es jetzt eben auch. Maschmann selbst sei gut angekommen und auch die anderen Neuberufungen seien gut gelungen. Ebenfalls neu ist, dass seit vergangenem Juli alle Notfallpatienten, die selbstständig in die Klinik kommen, in der zentralen Notaufnahme der Corona-Kliniken aufgenommen werden und von dort nach einer Ersteinschätzung in die einzelnen Bereiche gesteuert werden. Der Fachkräftemangel geht auch an der Uniklinik nicht vorbei, trifft sie aber nicht so hart wie andere. Naja, wir haben die glückliche Situation, dass es uns immer noch gelingt, von Jahr zu Jahr mehr Personal zu rekrutieren, was aber auch notwendig ist. Wir bieten ja auch neue Leistungen an und andere Leistungen und im Forschungsbereich geht es natürlich auch voran. Führt aber trotzdem in Einzelbereichen dazu, dass es Engpasssituationen gibt, gerade hochspezialisiert, Pflege, Intensivmedizin zum Beispiel. Da ist es auch bei uns nicht so, dass wir jedes Bett, was physikalisch aufzustellen ist, auch jederzeit betreiben können. Für neues Personal bemüht sich die Klinik auch im Bereich Bildung. Die Studierendenzahlen sind von 2015 bis 2023 um gut 35% gestiegen. In der Pflege ist ein Großteil der Ausbildungsplätze besetzt. Wir planen, dass wir wieder an die Vor-Corona-Zeit von unserer Leistungsfähigkeit anknüpfen können. Wir haben natürlich bauliche Herausforderungen. Diese Sanierung unseres großen chirurgischen Gebäudekomplexes im laufenden Betrieb ist eine Einschränkung, die nicht ganz spurlos an uns vorbeigeht. Das versuchen wir so gut es geht zu kompensieren. Und noch weitere Projekte, wie zum Beispiel Personalwohnheime, sind im Bau. Ende des Jahres wird zudem mit einem Anbau an die Frauenklinik begonnen. Eine Herausforderung sei politisch die Krankenhausreform des Bundes, die der Bundesrat vorläufig ausgesetzt hatte. An ihr gab es einige Kritik von Kliniken und Ländern. Dazu kommt aktuell der Ärztestreik. Generell habe die Leitung mit den Demonstrierenden Verständnis, dass bei Preissteigerungen im Alltag auch Lohnsteigerungen gefordert werden. Inwieweit das dann erfüllt wird, werden die Tarifpartner entscheiden. Für uns sind natürlich als Klinikum hohe Lohnforderungen, auch wenn wir sie natürlich individuell sympathisch finden, eine große Herausforderung, wie es dann wieder abgebildet werden kann. Also das Geld muss natürlich auch erwirtschaftet werden. Obwohl die Umsatzerlöse der Klinik steigen, kann die Inflation damit nicht ausgeglichen werden. Ebenfalls gestiegen sind die vollstationären Fälle. Diese liegen aber noch nicht ganz auf dem Vor-Corona-Niveau. Soweit die BB1-Nachrichten für heute. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bb1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.